Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir werden jetzt wieder gleich losstarten in das Abenteuer. So. Wir sind immer noch an der Tankstelle. Wir haben unseren Hund letzte Folge bekommen. Einen treuen Begleiter. Ein paar Ratten, Maulwurfsratten besiegt. Haben hier so eine zweite kleine Basis gekriegt. So ein, ja, was ist das? Eine Tankstelle. Und wir wollen jetzt auch gleich mal weitergehen. Nochmal auf die Karte. Da müssen wir ja hin. Deswegen würde ich sagen, wir laufen mal hier drin ist ein Computer noch. Hier ist es mal sehen, da können wir natürlich nochmal reingucken. Hier, yeah. Da rein. Guck, da kommen wir gleich mal rein. Willkommen. So, geschäftliche Einträge. Jim, kümmere dich um diese Fässer, bevor du heute Abend Schluss machst. Die Prüfer kommen direkt morgen. Steck sie einfach bei den anderen. Wir überlegen uns später dann eine langfristige Höhle. Hey, wenn uns die Natur mit einer Höhle direkt unter dem Laden beschenkt, wie kann ich dann nein sagen? Okay, also es scheint eine Höhle zu geben unterhalb der Tankstelle. Musste mich etwas mit der Zentrale anlegen, aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selber unsere Teile herzustellen. Wenn sie das nächste Mal den Grundverschluss ändern, Gurtverschluss ändern, wissen wir also nicht, wie wir die teuren Corvette-Teile bestellen. Wir nehmen einfach eine von denen, die wir haben, und passen den an. Die Witwe Rosa aus Century Hills restauriert zusammen mit ihrem Sohn ein Corvette. Der Junge scheint etwas verzogen, aber das ist wohl auch der Grund dafür, dass sie diese Projekte mit ihm durchziehen. Wie dem auch sei, sie hat das bisher verdammt gut hinbekommen. Ich war echt überrascht, wie viel sie und der Junge allein geschafft haben. Sie ist nur zu mir gekommen, weil der Motor etwas zu kompliziert für sie war. Ich bin sicher, wir können ihr helfen. Da aber der Motor ja auch eine fusionsbetriebene Sache ist, ist das ja, ein bisschen schwierig wohl. So, wenn wir jetzt mal gucken, muss ja irgendwo hier eine Höhle geben. Hier schon mal nicht. Oh, da sind schon wieder irgendwelche bösen Dinger. So, ein bisschen mehr ran. Alter! So, das Ding nicht drauf. Ah, gut, danke. So, noch eins. Was ist hin? Ist weggeflogen. Sind die Richtung geflogen? Die Stadt werden wir auch noch erkunden, aber hier geht's noch nicht. Wer ist da? Ist das Ding nicht hier lang geflogen? Naja, doch da. Käferjungs hier. Schnapp ist der.
Ich hab's mal geschnappt. Da ist doch die Höhle. Guck mal, man muss noch ein bisschen rumlaufen, findet man die auch. Da ist doch die Höhle. Fein, fein, fein. Einmal damit ich überhaupt was sehen kann. So, wir sind gerade 5 Minuten. Zinkkanister, Schraubenschlüssel, ganz viel Kram. Ach Mist, jetzt habe ich gar nicht. Ich wollte eigentlich die Sachen wegbringen, das habe ich gar nicht gemacht. Das ist natürlich bedauerlich. So, weiter geht's. Hier ist Rad. Ja, lass mal rein. So. Und im Namen der Regierungsbüros Boston möchte ich Ihnen Ihre Themen für die Aussagen bilden, die dem Geschäft mit dem höchsten ihren Abfallvermeidung verlieren wird. Rücksichtnahme auf der Umwelt ist ein wichtiger Bestand zu unserer Firmengeheimen. Aha, ja, die haben doch alles nur einfach hier hingeschmissen. Okay, schnell wieder raus hier. Ja. Das ist ein bisschen verstrahlt. Ehrenpilze. Kühlmittel, Hirnpilze. Alles mitnehmen hier. Vielleicht brauchen wir das mal irgendwann. Da sieht es auch sehr verstrahlt aus. Ach so, Granaten. Right away. Ja, einmal runter.
Nein, nicht. Oh, jetzt trinkt er das. Oh, ich wollte den leuchtenden Pilze haben. Nicht, dass du diesen Sport Wasser trinkst. Was machst du denn? Nehmen Teddybären damit. Ist ja nicht wahr. Du trägst so viel und kannst nicht mehr rennen. Tja, gut, dass wir hier ja noch eine zweite Base haben, sozusagen. Da werden wir erstmal was. Gespürt, bevor ich es gehört habe. Den Herzschlag einer Stadt, von der ich. Also wir können sowieso jetzt nicht mehr alles mitnehmen, da es viel zu viel Zeug gibt. Na, ja, da ist das, da müssen wir hin. Nicht, dass ich hier hoch, aber nee, wir müssen da hin. Falsch gelaufen. Ja, ich trage zu viel, das weiß ich. Ach, man könnte den Hund natürlich auch sagen. Oh, da muss man natürlich Dinge geben. Da drin ist was? Alter, du hast eine Mütze oder sowas. Wo ist das? Das ist die Mütze hier. Ich will die Mütze haben. Schutzhelm hat er einfach mal gefunden. Nice Hund. Ist auch gut gemacht. Wenn man den gesamten Schrott weg, dann sind wir auch schon wieder vielleicht. So. Es ist jetzt dunkel. Und im Dunkeln möchte ich eigentlich nicht in die Stadt da reingehen, das kann ja gar nicht. Gehe ich nämlich jetzt nochmal zurück. Man kann natürlich auch schnell reisen. Ja, aber das ist so ein kleines Stück, dafür brauchen wir keine Ladezeit. Genau. Aber sie kann wirklich nicht viel erkennen im Dunkeln. Also ich kann noch ein bisschen mehr erkennen. Ich kann halt sie auf jeden Fall noch mehr als ihr sehen werdet. Aber auch nicht viel mehr. Das ist kurz Furby. Manchmal werden wir hier Transfer, alles Essbare, was wir nicht brauchen, wieder hier reintun. Hirnpilze, Blumen.
Chat, an den Chat gehört hier nicht rein. Chat ist. Mit Maybelline New York könnt ihr das Schönste aus euch rausholen. Und ich zeige euch, wie es geht. Heute SOS-Tipps. Wenn man zu Hautunreinheiten neigt, muss man beim Schminken ein paar Sachen beachten. Erstens, ja, Finger aus dem Gesicht. Zweitens, die Pinsel und Schwämmchen müssen regelmäßig gereinigt werden. Und drittens. Mann, also ich muss mir so unbedingt tun, noch die Lieder. Immer diese Werbung. Ich höre nämlich gerade Musik von No Copyright Sounds. Finde ich gar nicht mal schlecht, aber das Problem ist, ich weiß gerade die Farbe YouTube. Und ich gucke mal Werbung. Das finde ich ein bisschen blöde, aber nächstes Mal habe ich da was runtergeladen, so ein paar, die ich gut finde. So, wo haben wir jetzt den Coca-Cola? Cherry. Cherry. Lachfleisch. Sind Medikamente. Bilderrahmen. Ich wollte die gar nicht nehmen. Ich wollte. Wir haben 7 Pistolen, haben wir. Ja, machen wir nochmal 6 weg. Alle wegkriegen. So, dann haben wir mal einen Kampfmesser. Hat 11 Schaden, dann kriegen wir mal Kreuzschwamm schon auf jeden Fall. Molotov Cocktail, das wollen wir auch mal nicht. Schlagring, nee. Vitamin, nee. Eine mit 44er Munition. Die behalte 48 nochmal, die behalte ich mal. Reichweite. Das macht 11. Starkstoff mit 14. Schnell, mittel. Noch bessere Reichweite, Gewicht. Ich nehme nochmal über meinen Schlag. Gasmaske viel zu, dann ein Wahrnehmung. Lederhandsch. Die ganze Wahrnehmung. Lederrüstung, linker Arm. Lederkombi haben wir momentan. Mal hier die ganzen Medikamente wegtun. Red Ray nehmen wir mal mit. Ist doch mal heftig verstrahlt sein sollte. Werden wir die mal behalten. So, also wir haben jetzt erstmal schon wieder alles weggepackt. Das wollte ich ja eigentlich offline machen. Das tut mir jetzt leid, das habe ich vergessen. Jetzt können wir aber auch wieder Sachen einsammeln in der Stadt. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Wir sind gar nicht am Ende der Folge. Ich wollte aber auch noch einmal eben jetzt gucken. Inventar, Kleidung, Lederharnisch. Kann ich mir den auch nochmal anziehen und noch einen rechten Arm. So. Gehen wir nochmal ins Bett. Dann haben wir 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 Uhr, 10 Stunden. Riesenklick. Schön ausgeruht. Und hat etwas gefunden. Das ist wunderschön. Gut. Jetzt sind mal Dinge. So, eigentlich wollte ich ja rechts vorbeigehen, jetzt gehen wir doch mal in die Stadt reingucken. Weil der ist ein bisschen sehr vertrödelt. Ja, noch Häuser, die wir uns angucken können. Ich glaube, man kann auch nicht in jedes Haus rein hier. Das sieht so aus. Hier kann man auf jeden Fall rein. Das Schloss kriege ich nicht auf. Das ist zu schwer. Das heißt schon das zweite Schloss, den ich aufgekriegt habe. Müssen merken, wo die waren, die Dinger. Eins war im Keller da, in der ersten Stadt, wo wir das Haus haben. Und eins ist jetzt hier in dem ersten Haus, wo man reinkommt. Hier kommt man zum Beispiel nicht rein und wir haben Level Up. Das ist schön, dass wir Level Up skillen. Und auch hier gibt es hier nochmal Speichern. Und dann gucken wir mal hier weiter. Ich komme auch überall nicht rein. Da haben wir irgendwelche Schüsse. Jetzt los. Hallo? Weg. Sagen wir, das war. Na gut, hier kann man auch nicht rein. Das ist einer, Grundform. Hier kann man rein. Das
Was leckt denn jetzt hier so? Computer, hängst du dich jetzt noch? Danke, was ist hier los? Also, ja, mal gucken, das ist doch nicht normal. Naja, wir haben die gleich eine halbe Stunde wieder. Da werde ich mal gucken, was hier los ist. Aber stimmt ja nämlich nicht. Aber mein Computer ist auch schon wieder viel zu lange an. Und es ist nämlich ein Sonntag. Da hatte ich ja frei, da muss man ja nicht arbeiten. 10 aufgestanden, es ist gerade, wie spät haben wir das? Oh Mann, es ist 22 Uhr, das heißt, er ist schon wieder 12 Stunden an der Computer. Nicht gut. Mit dem ganzen Rendern, das ist wohl mal nicht gut. Oh, hier. Impro-Reparatier-Scharfschützengewehr. Save, den kriegen wir sogar auf. Und hier ist einer abgebrochen. Alter! Jetzt geht's aber auch los, ne? Ein Stückchen nach oben. Ein ganz klein bisschen. Wie schön. Patronen 38er, Schrot, Silbermedaillon. So. Bevor es jetzt hier irgendwie abstürzt oder so, werde ich auf jeden Fall nochmal speichern. Und werde sagen, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ich dann nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.